Hallo und herzlich willkommen zurück zu Undertale. So, nach dem Chaos von gestern, wo ich ewig versucht habe, Siren aufzunehmen, spielen wir jetzt mal wieder ein Spiel, was meine Laune nach oben schnellen lassen wird. Im letzten Part sind wir in Snowdin angekommen, hatten auch schon unseren Bosskampf gegen Papyrus. Wer das Part nicht gesehen hat, unbedingt einschauen. Und jetzt hat er uns zu sich nach Hause eingeladen, zu einem Date. Wir haben es schon gerockt, wir haben es schon gebracht. So. Das war hier. Oh, das ist so awesome. Oh, ich freue mich jetzt wirklich, das Spiel weiterzuspielen. Weil es mit am einfachsten wirklich ist zum Aufnehmen. Okay. Das ist der Haustierstein von meinem Bruder. Er vergisst immer, ihn zu füttern. Und wie immer muss ich Verantwortung für das Ding übernehmen. Okay. Das Cover und Sprinkles ist mit Glitzer überzogen. Ah. Ah. Okay, eine dreckige Socke mit einem Haufen Notizen dran. Sans, bitte heb deine Socke auf. Okay. Leg sie nicht wieder dorthin. Bewege sie. Okay. Du hast sie... Okay. 2 inches, was ist das nochmal? Du hast sie um 2 cm bewegt. Pack sie wieder in dein Zimmer. Okay. Und bring sie nicht zurück. Okay. Sie sind immer noch hier. Hast du nicht gerade gesagt, dass ich sie nicht in mein Zimmer zurückbringen soll? Ach, vergiss es. Ach, Sans ist so ein fauler Knochen, ne? Du fährst die Couch an, es macht einen Jiggly-Sound. Oh, 20 Gold. Wir haben ein bisschen Geld gefunden. Wir haben ihn beklaut. Favorite Game Show. Sanction for a new program, MTT. Was? Normalerweise ist das besser als das. Das ist nur eine schlechte Episode. Bitte beurteile mich nicht. Okay. Warum brennst du aus dem einen Zimmer? Oh. Er guckt uns sogar nach. Increase the height of my sink. Oh ja, ich wollte schon sagen, warum ist das Waschbecken so hoch? Weißt du, jetzt kann ich mehr Knochen reinpacken. Schau mal rein. Was? Schnapp dir das Ding. Verdammt. Sans. Oh, hör auf, mein Leben mit trauriger Musik zu untermalen. Aha. Okay, interessiert an meinem Essensmuseum? Bitte, okay. Schau dir das ruhig an, okay. Cadenas all level Spaghetti. Okay, die Hälfte des Kühlschranks ist voll mit Boxen, wo Spaghetti draufsteht. But empty bags of chips. Ah, das ist Sans. Wo bin ich denn jetzt? What the hell? Ich kann hier reingehen. Okay, irgendeine Art Blueprint. Marked with access. Means rejection or treasure. I think the more they try to tie things together, the more afraid everything became. Was zum Fick? Lost. Okay, sie hat tatsächlich den Willen zum Kämpfen verloren. Ich würde sagen, das ist eine aufblasbare Figur zum Fighten. Die Tür ist verschlossen. Mit einem mysteriösen Siegel. So, shortly made. Okay, das Ding wird kaputt gehen, wenn deine Journey fast vorbei ist. Weil das Ding ist nicht sehr stabil gebaut, okay? Irgendeine Art von abgelehntem Zertifikat. Scheint immer wieder und wieder abgelehnt worden zu sein. Wo sind wir? Eine Boombox, die komplett zugewachsen ist. Now it can only play rock music. Okay, das Ding ist komplett versteinert. Was ist das? Eine kaputte Game-CD. Shared pieces of a game. Okay, wir sehen uns selber in der Reflexion. Okay. Ein Spender, der
Hundefutter rausfallen lässt. Du drückst drauf. Geh mal was Doc Sand. Weil es schon so zerbröselt ist. Ih, was ist das für ein Ort? Der war auf jeden Fall nicht damals im Game. Vielleicht ist der nur in der Switch-Version? Ich habe gehört, da gibt es auch ein paar Unterschiede. Dumping is hardening. Same back into a regular dump. Das ist ein Foto von Papyrus. Was ist das? Spawn of a box. Could be the source of this travesty? Das war anscheinend mal eine Art Schrein. Oh, what the fuck? Okay, späterer Zeitpunkt. Mein Bruder geht immer irgendwo hin zum Essen, aber vor kurzem hat er versucht, etwas zu backen. Es war wie ein... Was ist ein Klischee? It should be non-egg substance. How absurd. Okay, der hat irgendwas versucht zu backen. Wahrscheinlich irgendeine Art von Kuchen. Aber er hat es wahrscheinlich komplett versaut. Das ist der Mülleimer. Feel free to visit it anytime. Was ist hier? Das ist ein Witzebuch. Okay, ja. Oh, the Quantum Physics Book. Look inside. It's another joke book. You look inside. It's another Quantum Physics Book. You decide to stop. Oh. Okay, willkommen beim Haus. Okay, genieß alles und nimm dir Zeit. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir hingehen müssen. Klassisches Bild. Es erinnert mich immer daran, was wichtig ist im Leben. Doors locked. Das ist mein Zimmer. Wenn du dich fertig umgesehen hast, können wir reingehen und tun, was auch immer Leute tun, wenn sie ein Date haben. Okay. Alter, fesches Zimmer. Hey, das sind all die Attacken, die ich auf dich angewendet habe. Großartige Erinnerung, hä? Seems like it was only yesterday, even though it's basically just happened. Okay. Ich würde schon sagen, wann habe ich das letzte Mal aufgenommen? Nicht gestern. Wäre cool, wenn sich das Spiel das wirklich merken könnte. Vielleicht kann es das auch auf dem PC. Okay. Apropos PC. Das Internet. Ich bin dort ziemlich beliebt, weißt du? Okay. Ich bin nur ganz knapp entfernt von einem zweistelligen Follower-Bereich. Ey, ich kann das so nachvollziehen. Die Anfangszeit ist hart, mein Freund. Because fame has always existed. Okay. Oha, irgendein neidischer Troll hat ihn beleidigt online, okay? Oder seine Online-Persönlichkeit. Die Bandpants in der goofy Font. Ja, vielleicht ist das Sans, wer weiß. Der No-Skeleton ist zurzeit mal closed, except me sometimes. Was sagen hab nicht inside. Oh, er hat nicht gelogen. One of my favorites. Advanced Puzzle Construction for Critical Minds. This is another one of my favorites. Peekaboo, Fluffy Bunny. Vanding always gets me. Also erstmal hat er so ein krasses Science-Puzzle, hast du dich gesehen, Book. Und dann hat er so eine kleine Kindergeschichte. Das ist so schön. Ist die Flasche... Was? Nito? Then found it at the bay. I think it's from the human world. Ja, eine Piratenflagge. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Warum würde eine Mensch, eine Flagge von dem Menschen ein Skelett drauf haben? Nun ja, ich habe da eine Theorie. Ich denke, dass die Menschen von Skeletten abstammen. Oh Mann. Ah ja, Actionfiguren, okay. Battle Scenarios. Ja, natürlich Battle Scenarios, ja. Warum ich so viele habe? Nun ja, sagen wir einfach, die sind von... Okay. Ah, okay, ich verstehe. Von einem etwas dickeren, lächelnden Mann, der es mag, Leute zu überraschen. Okay, vom Weihnachtsmann hatte die.
Ja, das ist richtig. Santa! Das ist mein Bett. Wenn ich jemals so zur Oberfläche komme. Ah, okay, dann will ich auf dem Highway fahren. Mit dem Wind in meinem Haaren. Der Sonne auf meiner Haut. Natürlich, ist das nur ein Traum. fahre ich einfach ein bisschen rum, während ich schlafe. Oh, er ist so cool. So, also. Jetzt, wenn du alles gesehen hast, willst du das Date starten? Ja. Das ist so gut, Alter. Okay, Dating start. Okay. I've never actually done this before. Yeah, me too. Ich bin auch Single. Aber don't worry. Das ist schon mal fast selber. Das ist schon mal ein, okay. Oha, er hat ein Guidebook. Das hat sich aus der Bücherei genommen. We're ready to have a great time. Lass mal sehen. Okay. X for dating hat. Wow, I feel so informed. I'm ready for step 2. Okay, das ist jetzt die ganze. Das war wahrscheinlich ein Crime? Das Radar mit dem Hund? Es ist Montag, es ist sonnig. Reel it in. Population? Egg? Was? Vielleicht ist das eine Parodie von diesen ganzen Dating-Spielen, die sie die ganzen Anzeigen haben. Ask them on a date. Okay. Mensch, ich, der große Papyrus. Werde auf ein Date mit dir gehen. Ja. War wirklich? Wowie. Ey, komm, wir wollen es jetzt nicht versauen. Wir wollen ihn happy machen. Okay. Dann, ich denke mal, jetzt ist es Zeit für Schritt 3. Schritt 3. Oder nice clothes to show. Okay, okay. Gute Klamotten anziehen. Warte mal eine Sekunde. Klamotten tragen. Dieses Bandana um deinen Kopf. Du trägst gerade schon Klamotten. Nicht nur das. Früher heute, da hast du auch schon Klamotten getragen. Oh nein, das heißt, du wolltest mich von die ganze Zeit daten? Oh nein, du hast das alles geplant. Du bist viel besser im Date als ich. Nein, der Dating-Power. Aber wir haben ihn noch nicht. Nee. Attention. Oh mein Gott. Aber denk mal nicht, dass du mich bezwungen hast. Ich, der große Papyrus. Okay. Wurde noch nie im Daten besiegt. Das wird mir auch nie passieren. Ich kann ganz easy mit dir mithalten. Okay. Weißt du, ich kann auch einfach Klamotten tragen. Also. Okay, ich trage, weißt du, eigentlich trage ich immer meine Special Clothes unter meinen normalen Klamotten. Okay. Nur für den Fall, dass mich jemand nach einem Date fragt. Okay, was zum Geier passiert hier? Mach dich bereit. Cool, Dude. Haha, was findest du von meinem Style? Ich liebe ihn. Nein! Oh, ein ehrliches Kompliment. Ich muss die Musik lauter drehen. Oh, jetzt hört sie auf? Naja, wie auch immer. Du verstehst noch nicht die geheime Kraft dieses Outfits. Und deswegen... Oh nein, die Power ist runtergegangen. Ist, was du gerade gesagt hast, sehr invalid. Dieses Date wird nicht weiter voranschreiten. Bis du mein Secret findest. Aber das wird nicht passieren. Okay, mit A inspizieren. Okay. So stronger than monster swords. Swords of my shoulders. On the other hand. About the same. Okay. Meine Hand zu halten, sodass ich hier die Antwort gebe. Nein, ich muss widerstehen. It's no secret up to my legs. Just have a look at myself. Was da? Okay. Ah, I see. Okay, ja, Bizeps, ja klar. Nee, warte. Ich wollte mir mal das Cool Dude ansehen. Okay, auf dem Shirt stand vorher nicht cool drauf, aber ich hab's ein bisschen improved. Okay. Expertentipp, alle Schriften auf irgendwelchen Klamotten können auch verbessert werden, ja, indem man was hinzufügt.
Face? Ach, sein Hut, stimmt. Mein Hut? Mein Hut! Mein Hut! What the fuck? Naja, du hast mein Secret gefunden. Ich schätze mal, ich habe keine Wahl. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk nur für dich. Spaghetti, oder? Weißt du, was das ist? Ja, na klar. Spaghetti. Das ist, was du denkst, oder? Richtig! Es könnte auch ein Brain gewesen sein, aber es ist Spaghetti. Was? But you're so wrong. Send me a plate of old pasta. Okay, das ist special. Oh, es ist Zeit, das zu beenden. There's no way this can go any further. Eat it! Okay, du nimmst einen kleinen Bissen. This means scrunches up. Taste is indescribable. Weil es so gut ist, ne? Was für eine ehrliche Expression. Du musst mein Kochen wirklich lieben. Und dann meine ich sogar vielleicht auch mich. Vielleicht magst du mich sogar mehr, als ich mich mag. Ah! Nein! Okay, wir haben es geschafft. Mensch, es ist jetzt alles klar. Okay, du bist wirklich sehr stark in mich verliebt. Alles, was du tust, alles, was du sagst. Es ist alles nur für mich. Er versteht das so überhaupt nicht, ne? Mensch. I want you to be happy too. It's time for me to express my feelings. It's time that I told you. Ich, Papyrus. Ich, Oh boy. Ist echt heiß hier drin, oder? Ist nur ich das? Er ist so lustig. Es ist so cool. Oh, shit. Mensch, es tut mir leid. Was? Er rejected uns. Ich mag dich nicht so, wie du mich magst. Also im romantischen Sinne meine ich. Ich meine, ich habe sehr versucht. Okay, Papyrus ist einfach ein cooler Typ. What the fuck? Ist so wie ein ich, der große Papyrus. Ich habe versagt. Er dachte, dass, ne, bei Dave, wenn er, ne, es versucht und alles, dass er dann die Gefühle erwecken würde. Aber ich fühle mich genauso wie vorher. Weil wir gedatet haben, habe ich dich einfach nur weiter in dieses Loch. Habe ich dich einfach nur weiter in dieses Loch gezerrt. Ich werde nicht alles übersetzen, es tut mir leid. My dear friend. Oh. Nein, warte. Das ist falsch. Ich kann bei gar nichts versagen. Mensch. Ich werde dir bei diesem Schwert durch diese Schwerzeiten helfen. Er denkt, dass er uns in eine Krise gestürzt hat. Ach du Scheiße, weil er nur mitgemacht hat. Ich werde weiter dein cooler Freund bleiben. Und ich werde so tun, als ob das alles nie passiert wäre. Oh, nach allem bist du ziemlich großartig. Oh, und es wäre großartig, unsere Freundschaft einfach links liegen zu lassen. Also bitte. Don't cry because I won't kiss you. Because I don't even have lips. Hey, someday you find someone as great as me. Naja, vielleicht ist das nicht ganz wahr. Aber ich werde dir helfen, nach der zweitbesten Person zu suchen. Nee. Alter, Papyrus ist großartig. Tja, wir haben versagt. Wir haben nicht. Nee, das Date ist nicht so ausgegangen, wie wir gedacht haben. Aber wir haben die Freundschaft mit Papyrus behalten. Nice. Oh, und wenn du mich jemals erreichen musst, hier ist meine Telefonnummer. Ah. Du kannst mich jederzeit anrufen. Also, ne, platonisch gesprochen. Naja, ich muss los. Wow. Es hat dich nur 4 Sekunden gebraucht, um mich anzurufen. Es tut mir so leid. Du musst sehr auf meine Hilfe angewiesen sein.
Nun dann, keine Angst. Das ist Papyrus Helpline. Okay, beschreib einfach deine Location und ich werde dir ein paar coole Tipps geben. Das Spiel hat mitgezählt, scheiße. Also, wo bist du gerade? Du bist immer noch im Raum. Hast du jemals von etwas von einer Tür gehört? Warte, mach keine Angst. Ich zeichne ein Diagramm für dich. Was? Er ist wirklich weg, scheiße. Das war großartig. Das ganze Dating-Segment, ich hatte das gar nicht mehr so gut im Kopf und das wäre... Wow, es hat nur 4 Sekunden gedauert, bis du mich angerufen hast. So nach dem Motto, du musst ja einsam sein. Oh Gott, okay. Ich hätte den Tunnel nehmen sollen, ne? Ich vergesse das immer. Ach ja. Okay. Ja, das nächste Gebiet wird sehr geil. Wir haben Snowden quasi abgeschlossen. Wir gehen auch gleich noch ins nächste Gebiet rein. Da. Ah, stimmt, das ist auch. Okay. Stimmt, wir können ja nichts verticken. Nein! Shit. Bye. Weapon bringt nichts. Mini Bandana. Das ist nicht Bicycle, das ist Bicycle. Eat it twice. It's my own recipe. Ja, wir haben ja keine Highlight-Items mehr. Wir haben ja alles beim Kampf gegen Papyrus verbraucht, das stimmt. Eieiei, jetzt haben wir aber auch gar keine Kohle mehr. Wir müssen ab einem gewissen Punkt müssen wir dann vielleicht farmen. Warte. 1, 2. Ich habe echt 160 Stunden das Game gezockt. What the fuck? Oder ich weiß es nicht, es kann zumindest sein. Oder ich habe keine Ahnung, wie sich die Zeit aufschlüsselt, aber es könnte halt echt hinkommen. Ich habe unfassbar viel gezockt auf der Switch. Eieiei. Nur sind es 160 Minuten, ich weiß nicht, mir egal. So. Ja, hier hätten wir den Kampf gegen Papyrus. Tutorial können wir immer noch nicht anrufen. Habe ich Tutorial gesagt? Tutorial. Wo Tutorial? Und der Background hat sich gechanged. Okay. By the way, ich kann jetzt vielleicht mal erklären, warum die Webcam wieder so dunkel ist. Es ist fucking warm und wenn ich jetzt noch das Licht, was einen halben Meter von mir entfernt, was einen halben Meter von mir entfernt ist, anmache, dann brutzle ich hier weg. Yo. Du hast dich auch herausgeschlichen, um sie zu sehen. Awesome. Sie ist echt die coolste, richtig? Ich will auch genauso sein wie sie, wenn ich mal groß bin. Hey, sag meine Eltern nicht, dass ich hier bin. Ja, das ist eine Echo Flower. Okay, es wiederholt die letzte Sache, die sie gehört hat, immer und immer wieder. Okay. Bad. Was? Hast du noch nie einen Typen mit 2 Jobs vorher gesehen? Ich weiß es, meine Langley Required Breaks. Ich gehe zu Grillbys. Willst du mitkommen? Ja, klar. Naja, wenn du drauf bestehst, dann stehle ich mich mal weg von meiner Arbeit. Ah, komm hier einfach mit. Ich kenne eine Abkürzung. Stimmt, mit Sans hatten wir lange nicht mehr zu tun, ne? Ja, schnelle Abkürzung, hä? Ja, sehr schnell. Verdächtig schnell. Hey, alle hier. Hey, Sans. Hi, Sans. Hey, grüß dich, Sans. Hi, Sansi. Hey, Sans. Hast du nicht gerade fürs Frühstück hier vor ein paar Minuten? Na, ich hatte bestimmt schon kein Frühstück mehr seit einer halben Stunde. Was Punch gedacht haben. Hier setze ich hin. Okay. Ups.
Ups. Pass auf, wo du dich hinsetzt. Manche komische Leute packen einfach Furzkissen hier auf die Sitze. Ja, wie auch immer, lass uns mal bestellen. Ja, dass du das nicht warst, ist mir klar. Was willst du? Fries. Hey, das hört sich gut an. Hey, Grilby. Okay, wir 2 Bestellungen für ein paar Pommes. Kämmt er sich? Also, was denkst du? Von meinem Bruder. Er ist so cool. Natürlich ist er cool. Weißt du, wärst auch sehr cool, wenn du das Outfit jeden Tag tragen würdest. Okay, er nimmt das Ding nur ab, wenn er es absolut muss, okay. Naja, aber wie auch immer, wenigstens wäscht er es. Und damit meine ich, er trägt das sogar in der Dusche. Naja, er hat es ja jetzt umgezogen. Er hat sich ja jetzt umgezogen für das Date. Oder er hat es einfach drüber, ich weiß es nicht. Naja, hier kommt der Fraß. Jetzt ein bisschen Ketchup, yeah. Bon Appetit. Okay. The cap falls off and all the ketchup in the bottle pours into your food. Ups. Warst du das, du Pinner? Der hat uns die Flasche mit dem Ketchup gegeben und der Deckel war lose. Wir haben einmal gedrückt und alles ist auf unsere Pommes. Na, vergiss es. Du kannst meine haben. Ich bin sowieso nicht hungrig. Naja, wie auch immer, cool oder nicht. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass Papyrus sich echt hart anstrengt. Ich mag's, wie er immer versucht, ein Teil der königlichen Garde zu sein. Okay, eines Tages ist er zum Anführer der königlichen Garde gegangen, zum Haus. Und hat darum gebettelt, dass er sie mit einstellt. Natürlich hat sie ihm die Tür von der Nase zugeknallt, weil es mitten in der Nacht war. Am nächsten Tag ist sie aufgewacht und hat ihn noch immer dort stehen sehen. Okay. Und als sie seine Ausdauer gesehen hat, hat sie sich entschieden, ihm ein bisschen Kampftraining zu geben. Es ist immer noch in Progress. Das ist cool. Naja, ich wollte dich mal was fragen. Hast du jemals von einer sprechenden Blume gehört? Ja? Was weißt du davon? Die Echoflower. Okay, die gibt's ja haufenweise in der Gegend. Okay, sag ihnen was und sie wiederholen es immer und immer wieder. Warum möchte ich das fragen? Naja, Papyrus hat mir was Interessantes letztens erzählt. Okay, manchmal, wenn niemand in der Nähe ist. Okay, erscheint eine Blume und spricht Sachen zu ihm. Okay, gibt ihm ein paar Komplimente, ein paar Ratschläge und Encouragement. Und Vorhersagen. Weird, oder? Er könnte von einer gewissen Blume reden, aber es würde mich wundern, wenn sie es tut. Er könnte von Flowey reden. Ja, okay. Jemand muss wohl eine Echo-Blume nutzen, um ihm einen Streich zu spielen, oder? Das könnte sein. Okay, auf jeden Fall sehr vorsichtig da draußen, ja? Danke. Okay, weird. Ja. Das war eine lange Pause. Ja, ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast, mich so lange von meiner Arbeit abzuhalten. Oh, by the way. Ich bin absolut broke. Kannst du die Rechnung bezahlen? Das sind 10.000 Gold. Just kidding. Really put it on my tab. Ich hätte es ja wirklich einfach versucht. By the way. Ich wollte dir noch was sagen, ich hab's vergessen. It's probably cold by now. Kann ich das noch essen? Es war groß.
Großartig. Ja, was Mysteriöses. Es könnte so eine Eckenblume sein oder es könnte eine, wie gesagt, besagte Person sein. Jetzt rein. Okay, locked from the inside. Okay, diesen komischen Schrein müssen wir uns mal ansehen. Vielleicht gegen Ende der Reise, was ja auch da stand, wird sich uns das dann offenbaren. Mal gucken. Ich habe selber keine Ahnung, weil ich weiß, dass es damals auf der Steam-Version nicht war. Da habe ich das Ding nie entdeckt. Vielleicht bin ich aber einfach nicht unter den Wasserhahn gegangen bei Papyrus. Sing out again sometime. Okay. Wir können noch ein kleines bisschen weitergehen. Das ist eine Box. What you do? Okay, du kannst ja Items reintun, ne, und die erscheinen dann von Kiste zu Kiste. Aber warum würdest du das tun? Du kannst Items nicht benutzen, wenn sie in einer Box sind. Ah, das ist das Äquivalent zu diesem Box-Liebhaber, der mal ein Schild geschrieben hat. Der mal geschrieben hat, oh, ist das nicht großartig. Jetzt steht hier, liebst ein Boxenhasser. Okay. Ja, okay. Ich schwöre, ich habe was gesehen. Hinter dem Wasser. Im Wasserfall. Hä? Ist eine Kamera hinter dem Wasserfall? Okay, wahrscheinlich können es die Dinger auch treffen. Ich lasse mich mal nicht von denen erwischen. Ich lasse mich mal nicht von denen erwischen. Hi, Undyne. Ich bin hier mit meinem täglichen Report. Wegen den Menschen, weshalb ich dich vorher angerufen habe. Ob ich gegen ihn gekämpft habe. Ja, natürlich habe ich das getan. Ich hab sehr krass gegen ihn gekämpft. Was, ob ich ihn gefangen habe? Nun ja, nein. Ich habe sehr, sehr krass versucht an deinen, aber am Ende habe ich versagt. Was? Du wirst dir die Seele des Menschen selber holen? Aber an deinen. Du musst ihn nicht besiegen. Verstehst du an deinen? Du musst sehen, Ich verstehe. Ich werde irgendwie versuchen, so sehr ich kann. F, das war vielleicht... Oh, das war eine scheiß Idee. Okay, das wird ein Gegner, der sehr schwer wird. Der uns das Leben zur Hölle machen wird. Keine Antwort. Hätte mich auch gewundert. Okay, wieder ein Safe-Punkt. Yo, hast du gesehen, wie sie dich angestarrt hat? Das war awesome. Ich bin ja so neidisch. Was hast du gemacht, dass du ihre Aufmerksamkeit so erregt hast, hä? Komm schon. Okay, lass mal sehen, lass mal zuschauen, wie sie ein paar böse Typen verprügelt. Au. Langsamer, Dude, langsamer. Okay. Gut. Wir befinden uns im neuen Gebiet. Waterfall heißt es, glaube ich, oder? Ne, ein schönes blaues Gebiet, wie ihr schon sehen könnt am Hintergrund. Wir können mal versuchen, ihn anzurufen. Allein die Bridge Seeds. Ja, stimmt, das können wir hier. Jetzt geht's los mit neuen Rätseln. Ja, das wird ein Gebiet, was länger wie die Ruinen und wie das Schneegebiet wird. Das wird sehr lang dauern und wird aber sehr cool und sehr schön. Das kann ich euch garantieren. Alright, das ist es mit Undertale. Bisher die beste Folge. War sehr lustig, sehr cool. Es tut mir leid, dass ich nicht alles übersetzt habe, aber wenn ich hier die ganze Zeit am Labern bin und so, es muss ja auch vorangehen.
Und ich will den Flow nicht die ganze Zeit brechen. Sowieso könnt ihr ja Englisch. Jeder von euch. Das weiß ich. Also hoffentlich. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Im neuen Gebiet dann. Wird geil. Ciao.